Hey, heute ist unser erster richtiger Tag auf der Baustelle und wir sind jetzt gerade hier, wie ihr seht, im Hintergrund am Bleche profilieren. Ich nehme euch mal mit raus, wir profilieren in der Garage. Das hier wird mal später das Wohnzimmer, da legen wir die jetzt rein, weil wenn man die draußen vor die Tür legt, dann sind sie vielleicht bis morgen früh weggeflogen. Genau, überall steht unser Material hier zwischendrin rum. Ist natürlich jetzt viel, weil man ja alles auf einmal dabei hatte. Hier steht Schlebach. Wir profilieren so ein Stück weit aus der Garage raus. Die Scharen sind aber nur 6 Meter lang. Ja, wir haben hier ein bisschen schmälere Scharen. Die sind nur 430, weil man durch die stärkere Windlast einfach ein bisschen kleinere Scharen jetzt macht, dass da nicht so der Wind dran rumreißt. Und nehmen euch jetzt so ein bisschen mit beim Profilieren. Bereiten heute viel vor, montieren aber auch die Rinne parallel dazu schon. Also die Träger, da sind wir gerade dran. Genau. Gut, das erste Stück ist geschafft. Wir haben hier so die Hälfte von der einen Dachhälfte schon fertig bekommen. Ja, guten Morgen, heute nochmal hier, bestes Wetter, strahlend blauer Himmel und toller Sonnenschein. Für morgen ist es ein bisschen schlechter vorhergesagt, aber wir wollen trotzdem nochmal auf die Baustelle gehen, weil wir für alles ein bisschen länger brauchen. Wir haben mit dem Wind nicht ganz so gerechnet und vor allem auch nicht mit dem Regen. Weil ja die ganze Zeit eigentlich hier konstant irgendwie 4 Wochen am Stück das Regen frei war. Da haben wir gedacht, für uns reicht es ja auch nochmal. Aber jetzt haben wir halt einen bisschen schwierigen Start gehabt. Von dem her sind wir nicht ganz so weit gekommen auf der Baustelle. Aber ja, wollen jetzt heute am Samstag nochmal ein paar Stunden auf die Baustelle gehen. Noch die eine Dachhälfte zubekommen. Das ist so unser Tagesziel. Und gestern haben wir ja den Start mal so hingelegt und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Und dann sind wir jetzt zuversichtlich, dass wir jetzt heute noch mal ein bisschen was hinkriegen. Ja, die zwei, die schlafen noch, aber darum habe ich mich jetzt hier nochmal rausgestellt und ja, genießt das Wetter hier im T-Shirt. Super toll. Fürs Wochenende sind wir jetzt hier nochmal in unserer kleinen Unterkunft, in unserem Tiny House und werden dann am Montag nochmal umziehen in eine größere. In die Stadt. Wir haben hier so einen kleinen Bach außenrum. Der ist wohl für Fliegenfischer, für diejenigen, die sich da auskennen. Also da hat es wohl Lachse drin sogar zum Angeln. Und ist eigentlich echt schön gelegen. Viele Vögel sind hier unterwegs und Schafe und also echt schön hier. Viel Natur. So, wir haben jetzt das Thema, dass wir immer näher zum Rand kommen und wollen natürlich hinten dann möglichst parallel enden. Deswegen fangen wir gerade an, unsere Scharen dementsprechend ein wenig zu ziehen und die Felze, die schließen wir jetzt nur noch von Hand. Das heißt, wir schauen, dass wir oben jetzt etwas mehr auseinanderkommen wieder, weil wir zu arg gedrückt haben die ganze Zeit beim Verlegen. Jetzt offiziell der Klempi, ihr habt entschieden und weil er so weiß ist, müssen wir den jetzt ein bisschen in Schatten setzen, dass er keinen Sonnenbrand bekommt hier, weil das sind die Islandschafe nicht gewohnt, so viel Sonne. Mhm.
erste Woche haben wir schon hinter uns in unserem Tiny House. Und ja, voll cool. Wir haben jetzt am Wochenende hier in der Gegend und mal ein bisschen uns umgeschaut. Und ja, wirklich tolle Landschaft, tolle Gegend und so also wechselhaft. Also man hat hier wirklich vom Meer bis schneebedeckte Berggipfel und alles direkt hier irgendwie, alles auf einem Fleck konzentriert. Und das ist voll cool eigentlich. Ja, man fährt alle paar Meter und die Landschaft wechselt und ändert sich ständig.